Ich Anspruch auf die Freibeträge in dem SGB oder nach dem SGB 12 und dem Wohngeldgesetz, wenn ich Zeiten vergleichbarer Versorgung in einem berufsständischen Versorgungswerk, wie zum Beispiel bei Anwälten, nachweisen kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Immer wieder auch gerne bei uns gefragt, das Thema Freibetrag in der Grundsicherung, also SGB 12, für die Menschen, die eine geringe Altersrente haben und hier aufstocken müssen, also praktisch dass die Sozialhilfe für Rentner oder für die Leute, die wegen Erwerbsminderung nicht mehr arbeiten können, die sind auch in dem System dort mit erfasst. Und die Frage nach dem sogenannten Grundrentenfreibetrag nach dem SGB 12 und dem Wohngeldgesetz. Und dazu habe ich ja auch schon mal ein bisschen was gesagt und auch was geschrieben auf rentenbescheid24.de. Jetzt habe ich eine hochinteressante Frage reinbekommen. Anwaltskollege von mir, der war oder ist im berufsständischen Versorgungswerk versichert gewesen ein paar Jahre und war auch in der gesetzlichen Rente versichert. Und der fragt nach, ob ihm für den entsprechenden Freibetrag im Wohngeld oder im SGB 12 bei der Grundsicherung hier dieser Grundrentenfreibetrag zustehen würde. Und da müssen wir, ist eine knifflige Frage, denn da muss man das Gesetz wirklich genau lesen. Und eines ist ganz klar, das kann ich Ihnen auch zeigen. Grundsätzlich zählen Zeiten der Versicherung in einem Versorgungswerk oder in der Altersversicherung, in der Alterssicherung für Landwirte, nicht als Grundrentenzeiten nach dem Paragraph 76g Sozialgesetzbuch Nummer 6. Ganz klare, eindeutige Rechtslage. Das heißt also, Rentnerinnen und Rentner, die gesetzliche Rentenansprüche haben und die Ansprüche aus dem Versorgungswerk haben, die können diese beiden Zeitblöcke nicht miteinander zusammenrechnen und dann entstehen da nicht die 33 Jahre Grundrentenzeiten. 33 Jahre Grundrentenzeiten sind 396 Kalendermonate. Aber, meine Damen und Herren, also ich zeige Ihnen das auch nochmal, da gibt es eine ganz klare Aussage der Versorgungswerke, der Rechtsanwälte aus Nordrhein-Westfalen. Ja, das können wir hier nochmal lesen. Da steht ganz klar drinne, Grundrentenzuschläge nach dem Grundrentengesetz können ausschließlich dem Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung zugutekommen. Zurückgelegte Zeiten in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung stellen grundsätzlich keine Grundrentenzeiten im Sinne der genannten Vorschriften des SGB 6 dar. Das ist ganz klar. Aber darauf verweist auch diese Seite. Lediglich vergleichbare Zeiten, die in einem Versorgungswerk zurückgelegt worden sind, können als Freibeträge für die Grundsicherung sehr wohl relevant sein. Darauf verweist auch das FAQ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ich zeige Ihnen das mal, vom 28. Juli 2023, da geht es um die Grundrente und um die Grundrentenfreibeträge. Ja? So, und uns interessiert jetzt erstmal gar nicht, ob die Zeiten aus einem Versorgungswerk, die ich zurückgelegt habe, als Anwalt oder als Architekt oder wie auch immer, als Grundrentenzeiten zählen. Das ist völlig klar, die zählen nicht dazu. Aber was ganz klar ist, diese Zeiten zählen definitiv mit als Zeiten für die Freibeträge in den ergänzenden Sozialleistungen mit dazu. Das heißt also, wir haben es hier drin stehen, in den FAQs unter Römisch 3, flankierende Freibeträge aus dem Grundrentengesetz bei ergänzenden Sozialleistungen. So, wann und ab wann wird es ein Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten in der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung der Hilfe zum Lebensunterhalt oder bei ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem sozialen Entschädigungsrecht geben. Und da gibt es dann auch noch diesen Passus, was sind vergleichbare Zeiten in verpflichtenden Alterssicherungssystemen? Und da steht drin, ganz klar, vergleichbare Zeiten in verpflichtenden Alterssystemen hat erworben, wer aufgrund einer Versicherungspflicht als Beschäftigter oder Selbstständiger Beiträge in die landwirtschaftliche Alterskasse oder in eine berufsständische Versicherung und Versorgungseinrichtung eingezahlt hat.
Das heißt also, Pflichtbeitragszeiten, die ich als Anwalt in ein Versorgungswerk der Anwälte eingezahlt habe oder Kalendermonate hieraus, zählen sozusagen für die 33 Jahre als Grundrentenzeiten, als vergleichbare Zeiten mit dazu, obwohl die Zeiten meiner Tätigkeit im Versorgungswerk oder einer Tätigkeit als Anwalt, die dann im Versorgungswerk versichert gewesen sind, nicht als Grundrentenzeiten nach dem § 76g SGB 6 gelten. So ist die Rechtslage. Das heißt also, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht genügend Geld haben im Alter, im Ruhestand, zum Beispiel auch Anwälte, es kann auch Anwälten passieren, die nicht genügend Geld haben, nicht genügend Kohle zurückgelegt haben oder was auch immer getan haben in ihrem Leben und dann eine kleine Rente haben, zum Beispiel eine gesetzliche Rente haben, die können, wenn sie Glück haben, die 33 Jahre Freibetragszeiten, sage ich jetzt mal so, für das SGB 12 oder für das Wohngeldgesetz zusammenbekommen, indem man auch die Zeiten aus dem Versorgungswerk in diesen Systemen mit den entsprechenden Pflichtbeitragszeiten oder entsprechenden Grundrentenzeiten, die er dann eventuell erworben hat, bevor er als Anwalt tätig war, da erreichen kann. Vergessen Sie bitte eins nicht, es reicht aus, dass Sie 33 Jahre Grundrentenzeiten als Empfänger von Grundsicherungsleistungen nachweisen können. Es heißt, es reicht aus, dass Sie die nur nachweisen. Es ist nicht gesetzlich erforderlich, dass Sie auch die Grundrente als solche ausgezahlt bekommen. Es reicht nach dem SGB 12, nach dem Wohngeldgesetz, völlig aus, dass Sie nur einen Nachweis haben, dass Sie die 396 Kalendermonate Grundrentenzeiten oder zusammengerechnet mit vergleichbaren Zeiten aus berufsständischem Versorgungswerk erreicht haben. Dann steht Ihnen dieser Freibetrag, den es dann monatlich gibt, für Sie zu. Der liegt dieses Jahr ich glaube, bei knapp 280 Euro im Jahr 2024 und der steigt jährlich, der ist dynamisiert. Also, meine Damen und Herren, so ist die Rechtslage. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und ein wunderbares Wochenende. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Löppel.